Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wie ihr sehen könnt, zu einer Spielevorstellung von The First Explorers. Dieses Spiel befindet sich noch mitten in der Entwicklungsphase. Ich habe aber vom Entwickler ein Video und einige Informationen zugeschickt bekommen, wo man hier mal das Spiel schon ein wenig in einer fortschrittlicheren Phase sehen kann. Und ich dachte, wir schauen uns das gemeinsam mal an. Ich kommentiere das Ganze ein bisschen und gebe euch ein paar weitere Informationen. The First Explorers ist quasi eine Art Siedler-Game, aber wirklich ein klassisches Siedler-Game, wie man es früher kannte, nur aber ja im modernen Setting. Wir können jetzt hier schon den Holzfäller sehen, die einzelnen Gebäude und wie ihr hier auch schon lesen könnt, Forester, es gibt natürlich auch den klassischen Förster. Wie ihr ansonsten erkennen könnt, startet man mit sehr vielen Entdeckern, Explorern und muss jetzt erstmal eine grundlegende Industrie aufbauen. Und man kann diese Militäreinheiten, die man gerade gesehen hat, die kann man direkt steuern. In dem Fall hat man einfach ein römisches Volk hier gerade. Während man die Zivilisten, also deine direkte Bevölkerung, die kann man nicht direkt steuern. Die steuert man eben indirekt quasi. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Das heißt, man hat hier aber auch durchaus den Kampfpart, aber eben so ein bisschen wie die früheren Siedlerteile. Und damit ist natürlich The First Explorers ein spannendes Spiel, weil es sich dann doch nochmal unterscheidet vom neuesten Siedlerteil, der ja sehr stark in eine Echtzeit-Kampfrichtung geht. Und auf der anderen Seite Siedler von Pagonia, Settlers of Pagonia, von Volker Wertig. Wo der Fokus ja einfach nochmal ein bisschen andersartig ist, mit dem Wuselfaktor sehr stark, aber etwas weniger, glaube ich, mit diesem man spielt im Multiplayer gegeneinander, den früher Siedler auch ausgemacht hat. Und da reiht sich jetzt, glaube ich, The First Explorers ein in der Entwicklung, die wir hier erkennen können. So. Das heißt, wir haben diesen klassischen Aufbaupart, den auch in einigermaßen Ruhe. Und dann aber kommt schon der Kampfpart als Real-Time-Strategy. Aber eben nicht so, wie der neueste Siedlerteil es gemacht hat. Und auch nicht so mit verrückten Einheiten oder so. Sondern scheinbar wird das Spiel hier ganz klassisch mit einigen Völkern wie den Römern und den Karthagern zu Beginn in der Antike konzipiert. Und nach dem Early Access ist wohl auch noch die Gallier als drittes Volk geplant. Das ist jetzt so der aktuelle Planungsstand zu dem Ganzen. Also es soll so die nächste Generation von Siedlerspielen sein, aber eben mit dem Namen The First Explorers. Das wurde sich jetzt übrigens auch gesichert, die Rechte an diesem Namen. Das ist jetzt, glaube ich, eine eingetragene EU-Marke, hat der Entwickler mitgeteilt. Also eine große, wichtige Angelegenheit. Hier kann man schon sehen scheinbar, dass man Möglichkeiten hat, mit so ja, Pinseln Sachen zu markieren, die im Radius von irgendwelchen Betrieben sind. Was auf jeden Fall schon mal eine sehr spannende Sache ist. Ich muss auch gestehen, ich finde die Grafik schön. Das ist so meine Art von Grafik, so zwischen praktikabel und schön. Es muss nicht alles wunderschön sein. Und mit der Unreal Engine 5 wird das Ganze hier entwickelt. Wir erkennen auch diese klassischen Grenzsteine, die weiter vorangetrieben werden und weiter versetzt werden, wo man dann einfach diese Türme braucht, dass das alles funktioniert. Und hier sehen wir natürlich auch, es wird klassisch, es werden Steinbrüche gebaut und alles, was da in der Hinsicht dazugehört. Es gibt hier auch Fischer, Farmen, Windmühlen und es gibt dann auch Marktstände, die jetzt hier auch mit gebaut werden, quasi um so einen ersten Markt zu errichten, zu bauen. Genau. Wichtig ist auch hier jetzt bei The First Explorer soll jedes Gut, jede Ressource quasi und jeder Siedler auch grafisch dargestellt werden. Also das Konzept hier ist ähnlich wie bei jetzt Pioneers of Pagonia mit You See What You Get. Also man hat wirklich, wenn da ein Balken unterwegs ist, dann ist der auch wirklich unterwegs und wird nicht einfach nur dargestellt, dass das schön ausschaut, sondern der wird dann wirklich wohin geliefert. Das ist hier auch geplant auf jeden Fall. Das ist in der Hinsicht wichtig zu sagen. Genau, es ist wohl aktuell geplant, dass es 60 Gebäude gibt, was ja schon mal einiges ist. Wir sehen jetzt hier nur einige Teile davon. Man muss wahrscheinlich mehrere Sachen noch freischalten, um dann voranzukommen. Was haben wir hier alles? Oh ja, ein Werkzeughersteller.
Genau, so eine Waffenschmiede gibt es auch und Baracken dann. Also hier haben wir so ein bisschen Kampfangelegenheiten, einen Bogenmacher, einen Stall, eine Rüstungsschmiede, alles Mögliche. So, wir sehen jetzt hier auch, die Militäreinheiten werden hier wieder vorangebracht, machen so ein Schwertgeräusch, wenn sie sich vorwärts bewegen. Und die können quasi das Gebiet erkunden. Unten links sieht man ja auch die Minimap. Das Ganze ist scheinbar auch eine relativ große Karte hier, bei diesem Pre-Alpha-Footage, was wir sehen können. Und ja, der Legionär läuft jetzt hier erstmal fleißig umher, um in seinem Sichtradius ein wenig die Karte zu erkunden. Da sieht man mal, wie groß auch hier die generierten Karten wohl aussehen werden und welche Besonderheiten sie haben. Hier haben wir zum Beispiel so eine Art Fluss, der überquert wird, wo wir dann voranschreiten können. Insgesamt gibt es wohl 54 Ressourcen. Ich werde jetzt hier mal noch ein bisschen vorspulen. So, sind wir wieder in der Siedlung, wo weitere Dinge gebaut werden. Also 54 Ressourcen, eine ganze Menge in der Hinsicht. Und das Besondere ist, das Spiel ist so konzipiert, dass man PvP, PvE spielen kann und auch einen Story-Mode hat. Also viele Möglichkeiten. Also Story-Modus, eine Art Kampagne, wahrscheinlich aber nur, weil es jetzt ein einzelner Entwickler ist, einfacher konzipiert. Wir können jetzt da keine voll synchronisierte Kampagne erwarten, sondern so ein bisschen storymäßig, wahrscheinlich mit Texten, die man vorlesen kann und alles, dass das zusammenhängend ist. Mal schauen, ob sich da irgendwas Schönes ergibt. Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Und ansonsten, PvP und PvE ist ja auch spannend. Das heißt, man wird wirklich im Multiplayer gegeneinander, Spieler gegen Spieler spielen können, aber auch gemeinsam gegen die KI zum Beispiel. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, welche Ressourcen fehlen. Die Bevölkerung, die Militäreinheiten, die werden recht schnell oben angezeigt. Und hier sieht man auch jetzt zum Beispiel bei diesem Werkzeugschmied, was man produzieren kann und was das alles so kostet. Ja. Hier entwickelt sich das Ganze weiter und direkt der weitere Turm, der gebaut wurde, hat den Radius erhöht. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Unterschied zu einem alten Siedlerteil. Die Steine werden jetzt nicht per Hand weiter vorangetrieben, sondern durch die Türme, die gebaut werden. Hier haben wir ein paar Fischer jetzt zum Beispiel. Das ist ja auch durchaus schön, dass die schon von gleich dabei sind, die Nahrung produzieren. Mir ist es noch nicht ganz klar, wie die Nahrung hier jetzt interagieren wird mit dem Ganzen. Also ist es zwingend notwendig? Ist es ein Boost? Das wird sich dann im Nachgang noch herausstellen müssen auf jeden Fall. Hier sehen wir jetzt mal eine Baracke. Da werden dann eben weitere, in dem Fall Legionäre bei den Römern konzipiert. Das gegnerische Volk sind dann die Karthager. Beides soll es zu Beginn des Early Accesses geben. Ich habe jetzt noch keine Info, wann Early Access von The First Explorers geplant ist. Ja, hier hat man jetzt nochmal eine Hochebene erschlossen. Hier sehen wir auch Fruchtbarkeitskarten. Das heißt, es ist durchaus relevant, wo man dann zum Beispiel eine Farm baut, um dementsprechend dort auch Weizenfeld zu haben. Und hier entsprechend auch, ja, dann weiter vorangeht mit Farm, mit Mühle und auch dann mit einer Bäckerei, um dann dadurch auch eine klassische Brotproduktionskette hinzubekommen. Ich habe jetzt keinen Brunnen gesehen, eventuell wird darauf verzichtet. Das heißt, dann haben wir da nochmal eine etwas Vereinfachung im Vergleich zum Beispiel zu Pioneers of Pagonia, wo das dann noch ein bisschen größer sogar ist in dem Wuselkonzept von Volker Bertig. Ja, hier sehen wir jetzt auch einfach mal ein bisschen genauer, so diese klassische Waffenproduktion, Militärproduktion. Hier werden jetzt zum Beispiel noch mehr Speere, Äxte und Schwerter produziert, dass man dann für die Baracken einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Hier sehen wir jetzt von der anderen Seite nochmal die Siedlung, die hier aufgebaut wurde. Wir sehen wirklich auch die Bewohner überall herumlaufen mit den Wegen hier. Die Wege werden gebaut, wie wir oben rechts auch gerade ganz gut erkennen können. Also die kann man dann nochmal bauen, dass sich die Einheiten und Bewohner schneller bewegen können. Die sind aber nicht zwingend erforderlich, wie man ja am Anfang schon gesehen hat, dass sich die Leute, dass die Leute überall hinkommen können. Verbessert aber natürlich das Ganze in der Hinsicht. Je weiter man vorankommt, desto mehr Gebäude schaltet man auch quasi frei, wie erwähnt, und auch Einheiten, die stehen einem nicht von Anfang an zur Verfügung. Das ist wichtig. Es gibt auch verschiedene Siedlungsstufen, die dann wiederum durch besondere Wahrzeichen, wie man sie vielleicht aus Age of Empires kennt, dargestellt werden. So, hier wird jetzt wieder so ein Bereich markiert für die Farmen, dass dann wahrscheinlich dort Farmland angepflanzt wird, und dann haben wir in der Nähe schon die Mühle. Genau, hier wird jetzt das Farmland Stück für Stück genutzt, um dann dort den Weizen anzubauen, und dann in der Mühle wird das Ganze zu Mehl verarbeitet.
Das ist auf jeden Fall da geplant. Ja, schaut mal, hier ist der unterwegs mit seiner Sense. Ist jetzt natürlich grafisch nicht absolut on the top. Ist aber alles auch noch Pre-Alpha-Footage. In der Regel wird ja Grafik am Ende nochmal drüber gezogen und ein paar Sachen gemacht. Ich finde die Grundzüge aber schon mal sehr spannend. Und es natürlich ist jetzt hier das in dem Moment geendet, wo wir mögliche Feinde das erste Mal sehen. Das war jetzt nur so ein erster Sneak Peek, den ich euch jetzt hier mal zu The First Explorers liefern konnte. Also nochmal im Sinne eines Siedlerteils ein Spiel, was hier entwickelt wird. Und ich werde das Ganze auf jeden Fall genauer verfolgen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich euch das eine oder andere beantworten oder mit dem Entwickler in Kontakt treten, um eure Fragen zu beantworten. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie findet ihr The First Explorers? Wie ist euer erster Eindruck von dem, was wir jetzt hier gerade gesehen haben? Gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und ja, habt ihr Lust, das Ganze zu spielen? Ich auf jeden Fall. Ich würde es gerne dann mal ausprobieren, wenn der Early Access kommt, um einfach mal so ein Gefühl zu haben. Weil vielleicht ist das ja vielleicht dann für mich genau die richtige Mischung in der Antike zwischen in Ruhe erstmal aufbauen und dann aber Real-Time-Strategy-Action, indem man die Gegner bekämpfen muss und auch mit anderen Spielern interagieren kann. Das war es auf jeden Fall von mir mit der Vorstellung von The First Explorers hier in der Pre-Alpha-Version. Ich denke, wenn es dann zum Early Access kommt, werde ich euch mehr zeigen, auch in Livestreams auf Twitch. Deswegen gerne auch da ein Follow da lassen, dass ihr da nichts verpasst. Und ja, ansonsten gerne natürlich auch wie immer auf meinen Discord kommen. Da gibt es auch ganz viel, wo wir uns austauschen können. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius. Und schaut auch jetzt vielleicht einfach in die ein oder anderen Videos von mir rein, wo ich zum Beispiel Pioneers of Pagonia oder auch die Siedler spiele.